Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich wollte jetzt fürs Erste heute mal so ein bisschen mit euch reden. Zuallererst, warum gestern kein Video kam. Auf YouTube hat das nämlich höchstwahrscheinlich keiner mitbekommen. Ja, mein vorheriger PC hat gestern den Geist aufgegeben und ich konnte kein Video dadurch machen. Der hat es jetzt endgültig hinter sich. Mein neuer PC ist aber auch gestern angekommen und den habe ich dann den ganzen Tag über schon mal eingestellt, alle Programme nochmal neu runtergeladen. Ich musste sehr viel neu runterladen an Spielen. Es beeinträchtigt übrigens auch zwei Projekte momentan von mir, also es beeinträchtigt King of Seas und Phenotopia gerade massiv, weil ich die Spielstände nicht übertragen konnte und deswegen jetzt erstmal alles nochmal da neu machen muss. Bei King of Seas ist das jetzt nicht so wild, weil das nicht so weit ist. Im Übrigen, wie ihr bemerkt habt, habe ich jetzt hier so einen virtuellen Avatar. Den habe ich auch vor, in Zukunft öfter zu benutzen. Also den will ich jetzt eigentlich ab sofort immer benutzen. Ich kann euch auch mal eben kurz zeigen, was ich jetzt hier an Ausrüstung neu habe. Also ich habe einmal hier dieses wunderschöne Teil mit allen neuen Grafikkarten, Soundkarten etc. Also da ist die neueste GeForce drin. Dann habe ich hier noch so eine wunderschöne neue Tastatur dafür. Die leuchtet sogar, während sie angeschlossen ist. Hier auf dem Bild ist sie es jetzt nicht. Und ich muss jetzt hier auf einen neuen Bildschirm klarkommen. Das ist nämlich mein neuer und der ist ungefähr doppelt so groß wie mein alter. Da muss ich erstmal ein bisschen drauf klarkommen. So. Ja. Um hier drauf jetzt nochmal so ein bisschen zurückzukommen. Phenotopia auch nochmal eben kurz. Es kann jetzt Wochen dauern, bis da wieder was Neues kommt, weil ich muss wirklich alles nochmal neu machen. Und das mache ich natürlich offscreen. Ich muss bis zu der Stelle, wo wir waren, nochmal neu machen. Ich verspreche, ich werde mich dran setzen in meiner Freizeit. Aber es wird halt trotzdem wahrscheinlich mehrere Wochen dauern. Ich mache King of Seas vorher, dass ich wieder so weit komme, wie ich vorher war. Ich kann nicht versprechen, dass ich genau dasselbe Inventar haben werde. Das kann ich wirklich nicht versprechen. Im Übrigen, was den Avatar angeht, ihr seht, dass das nicht immer akkurat ist, wenn ich mich jetzt bewege. Warte, ich zoome hier mal ran. Guck, er spricht nicht immer perfekt mit mir überein. Es liegt daran, dass einfach die Lippen sich nicht so sehr bewegen, wie man es denkt. Ich habe den übrigens auch so ein bisschen überarbeitet, den Avatar, im Vergleich zu dem, was ihr in den Intros hattet. Zum Beispiel hier in den Augen, da ist jetzt so ein bisschen mehr Weiß drin. Ich habe die Augenfarbe so ein bisschen mehr angepasst. Ich habe die Haare auch ein bisschen mehr angepasst. Der Hoodie ist ein bisschen dunkler geworden. All das halt eben. Wartet. So. Ich habe auch schon hier so eine Probeaufnahme gemacht mit dem Avatar. Die kann ich euch ja mal eben kurz zeigen. Ich habe da einfach mal irgendwelchen Schwachsinn erzählt. Ich wollte einfach nur gucken, wie sehr das jetzt meine Aufnahme beeinträchtigt. Und das könnt ihr jetzt selber beurteilen. Einen Moment. Ich mache hier den Ton davon extra so ein bisschen leiser, damit ihr mich jetzt ein bisschen besser hören könnt. Also ihr seht, dass ich einfach wirklich irgendwas gelabert habe. Ich bin einfach so ein bisschen bei Monster Hunter im Dorf rumgelaufen. Ich wollte einfach gucken, wie gut jetzt die Aufnahme damit funktioniert. Kann mich nicht so sehr beklagen. Ich kann jetzt auch mit einer höheren Bitrate aufnehmen. Vorher habe ich immer mit so 2000 ungefähr aufgenommen. Jetzt kann ich mit 3000. Ich muss auch gucken, dass ich versuche, die Lippen ein bisschen mehr zu bewegen. Also ich habe hier schon, ist momentan auf Audio based. Also dass er dann redet, wenn ich rede, das könnt ihr hier sehen. Ja. Das ist eigentlich auch soweit alles, was ich sagen wollte. Hinterher kommt auch noch ein Monster Hunter Part. Das ist dann auch das letzte Video ohne den Avatar. Abgesehen von VR-Streams, die werden immer ohne den Avatar sein.
Einfach, weil ich das bei der PlayStation nicht machen kann. Ich stream da über das VR-Set und ja, kann ich natürlich nicht meinen Avatar benutzen. So, ich schieb mich jetzt mal wieder hier rüber. Ja. Das war eigentlich soweit alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, heute, das erste Video ist ein bisschen kurz. Ich wollte jetzt nur darüber mal so ein bisschen reden, dass ich jetzt hier halt Änderungen einfügen werden. Ich gucke, dass ich die Intros auch nochmal überarbeite, dass jetzt der neuere Char das übernimmt. Im Übrigen, wenn einer weiß, wie man so die Physics von den Haaren einstellt, darf der mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich das nicht so ganz hinbekommen habe. Ja, und der wird dann jetzt auch ab sofort auf dem Thumbnail mit drauf sein, der Char, den ich hier benutze. Ich wollte das halt alles mal gesagt haben, nicht, dass sich jetzt jeder wundert, hä, warum ist jetzt auf einmal der Avatar da? Ja. Auf jeden Fall war es das mit diesem Video.